Das sind die Jungs, auf denen ab 15. April, wenn sie in der Gruppe A in Krimmitschau ins Geschehen eingreifen, die deutschen Hoffnungen ruhen. Leicht wird's angesichts der Gegner aus Russland, der USA, der Schweiz und der Slowakei sicher nicht werden. Also unser Ziel ist erstmal, einen Klassenerhalt zu halten. Wir geben Vollgas und ich glaube, wir schaffen es auch, indem man jeder von unserer Mannschaft 100% gibt, wenn wir viele Schüsse aufs Tor kriegen und ja, wenn wir unsere Chancen nutzen. Vor den Augen von Ex-Tigers-Trainer Jürgen Rumrich, jetzt ja für den DEB tätig, sollte Fire den Aufbaugegner spielen. Viel lieber wären die Cracks natürlich zeitgleich im bundesweiten Oberliga-Viertelfinale in Dortmund angetreten. So bildet eben das Match gegen die U18 den Saisonabschluss und die Hausherren wollten den 285 Fans, die ins Stadion an der Trat gekommen waren, noch einmal attraktives Eishockey bieten. Und der erste Abschnitt gehörte ganz klar Fire. Nur das alte Problem, die Chancenverwertung, trat mal wieder deutlich zutage gegen die Jungs von Jim Setters, die zum Großteil ein ganz anderes Problem hatten. Wir haben teilweise Spieler in der Mannschaft, die haben 3 Wochen nicht mehr gespielt und das hat man gemerkt. Wir waren zu ungefährlich bei dem Tor. Wir sehen, dass wir an das arbeiten müssen, um unsere klaren Torschancen zu schießen. Wir waren ein bisschen verspielt, mussten mehr geradlinig und Oberzahl mussten wir daran arbeiten. Aber deswegen ist so Spiele für uns sehr gut. Ist immer Spiel ist immer besser als ein Training. Viele Baustellen also noch für Setters und eine weitere scheint die Goalie-Position zu sein. Denn das 1:0 von Stefan Ortolf Mitte des ersten Abschnitts war durchaus haltbar. Philipp Lehr von den Mannheimer Jungadlern sieht da viel älter aus, als seine 17 Lenze vermuten lassen. Schon langsam wachten jetzt aber auch die DB-Bubis auf. Sandro Agricola klärt hier mit ganz viel Dusel gegen Huber Schekeschi aus Bad Tölz. Der Mittelabschnitt begann, wie der erste geendet hatte, mit einem vermeintlichen Treffer für die U18. Aber die Schiedsrichter entscheiden hier auf Torraumabsatz. Apropos Schiedsrichter, das Gespann Roland Seckler und Ulrich Hatz pfiff teilweise sehr, sehr kleinlich und verteilte darüber hinaus jede Menge Disziplinarstrafen an die Hausherren. Man wartet zum Schiedsrichter, nein. 10 Minuten Strafen geben, muss das sein, ein Freundschaftsspiel? Das haben meine Spieler auch gefragt und deswegen haben sie die 10 Minuten gekriegt. In so einem Spiel kann man es mit Humor nehmen, ebenso wie das 1:1 der Gäste durch Florian Zimmermann. Das Tor ganz klar mit der Hand erzielt, nach einem Lattentreffer zuvor von Sebastian Uvira. Aber die Schiedsrichter wollten, nachdem sie zuvor noch ein weiteres Tor der U18 aberkannt hatten, nun wohl nicht zum dritten Mal Nein sagen. Lächerliche Entscheidung des Duos Seckler und Hatz. Aber egal, die DEB-Bubis kamen mit zunehmender Spieldauer immer besser in Fahrt. Logische Konsequenz, das 2:1 zu Beginn des letzten Drittels durch Uvira. Zum zweiten Mal trifft die U18 direkt im Anschluss an einen Bulli. Zum zweiten Mal muss Backup Vinzenz Händel, der Mitte der Partie für Agricola gekommen war, hinter sich greifen. Der junge Schlussmann aber an diesen beiden Toren ebenso schuldlos wie am 1:3 Endstand. Zimmermann gelingt dieser im Nachstocher. In dem Maße, in dem sich die U18 im Spielverlauf gesteigert hatte, haben die Firecracks immer mehr abgebaut. Ich meine, bei uns ist die Luft heraus. Wir haben letzte Woche das letzte Playoff gehabt. Und dass du jetzt da die Mannschaft wieder so hoch motivierst, das bringt es nicht mehr zustande. Jeder will in den verdienten Urlaub gehen. Und die U18-Spieler, die wollen sich noch für die Weltmeisterschaft empfehlen. Die fahren jeden Check zu Ende und jeder wollte sich natürlich da draußen nicht verletzen. Das ist ganz klar. Ja, also die Dinge waren auch nicht schlecht. Wir waren im ersten Drittel noch nicht im Tempo drin, aber dann am zweiten Drittel haben wir Gas gegeben und haben gezeigt, dass wir klar jüngere Mannschaft, frischere Beine und ja, mehr Gas gegeben haben. Am Ende konnten beide zufrieden sein. Für die U18 war es ein gelungener Test für die anstehende WM und Feier konnte sich vor heimischem Publikum aus dieser Saison verabschieden.